Alter, wenn das so weitergeht oder so, dann kenne ich Sasukes Heck gleich auswendig. Ich klebe rundenlang an ihm. Ich komme nicht vorbei. Das ist doch Wahnsinn. Ja. So, Meister Kniti, dann ganz viel Erfolg gewünscht. Und Andi, sag einfach, was du willst. Spazierbar aber scheu. Das mache ich sowieso. Das machst du so oder so, ne? Finde ich schon mal prima. Dann okay. Viel Glück euch beiden. Nein, viel Erfolg. Glück brauchen wir nicht. Glück heißt es nur, wenn man nicht trainiert hat. Okay, stimmt. Viel Erfolg. Okay, danke. Viel Glück. Viel Erfolg, Mike. Viel Erfolg. Let's go. Mein Gott, war das knapp. Du, der Rutschul und der Photonie lauft jetzt schon auf den Fluorocopter auf, dem seine roten scheinen jetzt schon nachzulassen, so wie das aussieht. Ich hab schon irgendwie gedacht. Weil die roten halten 5 Runden, dann ist denn die komplett Schrott. Ah, der verliert massig Zeit. Photon, ihr habt jetzt in einer Runde 0,6 Sekunden aufgeholt, 0,7. Auf jeden Fall sehr nice. Es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn ihr da an dem Floro vorbeikommt. Ich versuche ja alles, glaubt mir. Ne, nicht so gemeint, aber der hält euch ein bisschen auf. Der Abstand zu Capo wird immer größer. Also Floro kann Capos Medium Pace nicht mitgehen. Und ihr hängt da hinter die Küste. Fast gedreht. Alles halb so wild. Alter, Sasuke schon auf 8? Was hat der denn gemacht? Sasuke hat in der ersten Runde 8 Plätze gut gemacht. Yikes, ey, der wird. Der donnert nach vorne. Der donnert nach vorne ohne Ende heute. Man könnte sagen, Regel Nummer 1, niemals mit soften Reifen in Singapur starten. Ganz schlechte Idee, die überhaupt anzufassen, das kannst du schon fast vergessen. Für mich ist das eher ein Qualifikationsreifen. Auf der Strecke hier definitiv, ich meine, guck mal. Runde 5, 6 mit ganz frischen Softs nach Lobby neue Stadt und die sind schon am Ende. Ja, danke an Fluorocopter für das DRS. Jetzt bin ich bei Rotjul schon wieder in Schlagdistanz, aber ich krieg kein DRS. Ach, ich muss ERS sparen, verdammt. Ich würde schätzen, dass du pro Runde vielleicht 12, maximal 15% aufladen kannst. Das ist hier, glaube ich, eher wenig. Ja, dann spare ich ein bisschen. Sasuke scheint hinter dir ein bisschen zu stagnieren. Der Abstand bleibt gleich. Das ist gut. Bei Proton und Rodjul, also, die kämpfen hier wirklich. Rodjul, was war das denn? Ja, alles cool, ist ja nichts passiert. Er hat einfach den Apex verpasst. Nein, verdammt! Ach, dummer Fehler meinerseits. Scheiße. Ich wollte mich kurz zeigen, aber hab da einen Fehler gemacht. Ach, Mann. Jetzt könnten wir nur noch einen Safety Car in den Arsch retten. Ah, schade. Also ein blöder Verbremser passiert leider. Kopf hoch, das Rennen ist noch lang. Du gehst rein jetzt, Mike? Ja, ich bin drin. Mal kurz gucken. Ja, Parts sind ausgewählt. Perfekt. Ja, erster Stint war... Na, nicht so toll.
Bei dir, Knitti, würde ich eigentlich auch schon fast dasselbe empfehlen. Versuchen, vorm Spucker an die Box zu kommen. Mit einer schönen Outlap kannst du vielleicht dann vor ihm landen. Sehr schön. Alter, wenn das so weitergeht oder so, dann kenne ich Sasukes Heck gleich auswendig. Ich klebe rundenlang an ihm. Ich komme nicht vorbei. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Klingt jetzt nach einem ziemlich nutzlosen Tipp, aber versuch dich mal für Turn 3 direkt hinter ihm zu positionieren. Okay. Weil da kommt die ganz lange Gerade. Das ist die beste Stelle zum Überholen. Wenn du da gleich Turn 3 schön hinter ihm bist, dann kommst du locker vorbei. Schon, Baby, komm, 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 Honda Motor for the win! Oh, Kollege, mach mir doch nicht die Tür zu! Sasuke! Oh, das ging noch, das da. Ah, Strafe. Ich hab zu hart gecuttet. Gerade. Ich auch. Das ist doch einfach nur unglaublich. Laura vor Sasuke ist auf 13 Runden alten Mediums. Sie wird bald in die Box gehen. Oh, sie hat mich berührt. Okay, tut mir leid, Laura, aber da kann ich nun wirklich nichts für. Noch mehr Platz lassen und ich wäre an der Mauer gelandet. Tut mir leid, aber da kann ich nun wirklich nichts für. Reifenzustand. Der sollte eigentlich noch easy sein. Oh, unter 10%. Ah, ich sag ja so, auf der Strecke hier so 25 Runden gehen mit den harten ohne Probleme. Das ist super. Ich lasse mal einen Augenblick abreißen, um die Reifen vielleicht mal ein bisschen zu kühlen und mein ERS aufzuladen. Und dann, Sasuke, dann kriege ich dich. Ah, ja, ERS aufladen würde ich dir auch raten, definitiv. Aber so wie das da aussieht, du holst jetzt auch ohne ERS-Einsatz ständig ein bisschen auf ihn auf. Also ich glaube, auf den Reifen da bist du aktuell ein bisschen schneller als er unterwegs. Auch ohne ERS. Die gleichen aber. Aber eine Runde älter. Also ich glaube, mit den Weißen hat er ein bisschen mehr Probleme als mit den Mediums. Vielleicht hat er ein Setup, was nicht so ganz pro-hart ist. Möglich, ja. Also trotz, dem Nicht-Einsetzen von ERS komme ich Sasuke immer ein Stückchen näher. Also ich bleibe in Schlagdistanz, ich bleibe im DRS-Fenster. Das ist sehr gut. Ja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Auch ohne ERS bist du ein bisschen schneller pro Runde als er momentan.
Und bei dir wird der Kasuto hinten gleich angreifen. Der kommt auch über Nähe, Knitty. Alter! Warum krieg ich einen Leck hier? Solange nicht. Kurzer Leck. Aber Schreckel ist, mir das egal. Also leichte Lecks hatte ich gestern die auch die ganze Zeit, wie so Freeze-Frames so ein bisschen. Ja, es ist echt nervig sowas. Ich fange jetzt mal wieder an, ERS zu benutzen, aber auch erstmal nur in den DS-Zonen. Ah. Und schon wieder... schon wieder solche Lecks, was ist denn das hier? So, Sasuke, mach dich drauf gefasst. Zehntel für Zehntel komm ich näher an dich ran. Und wieder Freeze Frames, Alter. Codemasters, krieg das doch endlich mal in den Griff, verdammt nochmal. Ah. Ich glaube, gute Nachrichten für dich, Mike. Photon ist gerade auf die Softs gewechselt. Jetzt noch für 11 Runden damit. Nein! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Sieht so aus, sieht so aus. Der will 11 Runden, danach fährst du quasi auf den Felgen weiter. Ey, Sasuke! Grüß dich! Ich glaub schon. Also der wird durchfahren, aber ich habe das Gefühl, ab Runde 6-7 wird das gewaltig einbrechen. Kacke. Oh, Spooky fährt in der Mauer. Na, von Spooky ein bisschen fernhalten, der hat 20 Runden alte Mediums drauf. 20 Runden, ist der wahnsinnig? Der ist die ganze Zeit gefahren, der geht jetzt gleich an die Box bestimmt. Aber vorher wird er von Sasuke und mir überholt. Da ist doch nichts mehr drauf. Ah, wenn zwei sich streiten, Mike. Wenn zwei sich streiten. Da freut sich der Dritte. Hi, Sasuke. Sehr schön gemacht. Wow, Alter, Wahnsinn. Endlich habe ich ihn. Alter, was ein Überholmanöver. Ich glaube, das schicke ich zum Überholmanöver des Monats. Außen herum. Ja, rein damit, auf jeden Fall. Ja, geiles Teil. Ich will da vorbei! Spooky, komm schon, Mann! Ich will da vorbei, Mann! Ein Spooky vorbeizukommen ist wahnsinnig schwer. Das muss ich einfach sagen. Der kann das richtig gut verteidigen. Aber er fährt doch quasi auf den Felgen weiter! Das ist doch nicht dein Ernst! Der fährt weiter, ich fass es nicht. Antäuschmanöver. Ah, jetzt kommst du gleich vorbei, DRS. Mann! Komm schon, Baby! Los! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ey! What the fuck? Bitte sag mir, dass das onscreen war! Ja, das war onscreen. Oh mein Gott! Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinbekomme! Den musst du einschicken, der war auf jeden Fall besser. Okay, mein Puls ist schon wieder bei 150. Beruhig dich, Mike. Also, ganz ehrlich, Spooky spielt so dermaßen den
den Bremsklotz. Also ich denke mal, Sasuke und auch Capo, die werden gleich ins Lenkrad beißen, wenn das so weitergeht. Die beißen sich die ganze Zeit, die hängen beide immer noch hinter ihm. Und ja, ja, er geht rein. Nein, Dreher! Verdammt! Ich könnte mir echt in den Hintern treten. Schade, sehr schade. Oh, warte mal, es war nur Lukas. Also, was ist denn hier los, ey? Ich sag ja, null Grip mit den Reifen. Ich glaube, Spuck. Soll ich euch was sagen, weißt? Ich habe eine Theorie beim Spucko. Ich glaube, der hat kein Benzin mehr. Der verdient. Er hat jetzt gerade 14 Sekunden, 13 Sekunden, 12,2, 11,5 Sekunden Abstand nach hinten. Ja, das kommt hin. Ich glaube, der hat keinen Sprit mehr. Bringen wir es einfach ganz locker nach Hause. Spritmäßig stehe ich bei 2,5 plus. Keine Ahnung, wie ich das hinbekomme. Oh, Sven ist raus! Sven ist raus! Oh, was? Was hat der... Was? Hat er sein Auto zerlegt? Der hat in der Box aufgegeben. Nein, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Der ist in die Box reingefahren und irgendwie den... Was? Der steht in der Box? Hä? Also entweder... Nein, er fährt raus. Ah, er will sich die Fastest Lap holen. Nee, warte mal, die hat er doch. Hä? Nee, der ist... Das muss man mir mal erklären, bitte. Sven ist DNF. Na, der steht im Stream in der Anzeige als DNF. Das muss ein Bug sein. Also ich stelle mich trotzdem darauf ein, dass ich Fünfter werde. Auch wenn ich als Vierter ins Ziel komme. Aber sein Auto fährt wieder... Nee, sein Auto ist rausgefahren und stehen geblieben. Ja, ist weg. Der hat in der Box aufgegeben. Das gibt's doch nicht. Warum? Ich weiß nicht. So, letzten paar Meter. Vierter Platz. Geht auf jeden Fall klar. Eigentlich ein Scheißrennen, aber das war's. Ach ja. So, liebe Leute, das Endergebnis seht ihr hier. Tibor gewinnt den Singapur Grand Prix. Herzlichen Glückwunsch vor Rodjul und dem Photon. Meine Wenigkeit auf der 4, eher ein Solala-Rennen mit vielen Spins hier, Spins dort, Spins überall. Vor Sasuke, Driver of the Day, Florocopter, Capo, Kazuto, mein Team Magnetti auf der 9, Hashtag stolz, Lucky auf der 10, Heisenblatt auf der 11, Kain auf der 12, Spooky auf der 13, Yoshi auf der 14, Lukas auf der 15, die gehen alle mit Punkten nach Hause. Punktelos leider Laura, McGill, Andeon, Sven und Knusper. Was mit Sven passiert ist, kann ich nicht sagen. Wenn ich es weiß, pinne ich euch das Ganze als Kommentar unten an. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr solcher Highlight-Videos und auch Assetto Corsa Hotlap Challenges sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben und Abo da. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht es gut. Danke an Knitti und auch an Andi. Bis dann und tschüss.